Moin Moin, mein Name ist Lars, das ist mein Praktikant Erich. Ich bin Dozent und Jobcoach bei Avita Akademie in Wilhelmshaven. Ich hoffe, ihr seid alle gesund, euch geht es allen gut, euren Liebsten geht es gut. Bei uns ist soweit alles in Ordnung, außer dass wir uns persönlich nicht sehen können. Aber in dieser Zeit ist das auch gar nicht so schlimm, denn Abstand halten heißt, füreinander Verantwortung zu übernehmen. Eigentlich sitze ich jetzt mit meinen Teilnehmern im Unterricht und wir arbeiten zusammen. Bewerbungsunterlagen, bereiten uns auf Vorstellungsgespräche vor und so weiter und so fort. Dass wir das jetzt nicht persönlich machen können, ist aber gar nicht so schlimm. Denn eins sollt ihr wissen, wir sind genauso für euch da. Wir unterstützen euch genauso, wie wir das machen, wenn wir im Büro sitzen. Nur, dass ich jetzt zu Hause bin, im Homeoffice. Ich bereite für meine Teilnehmer Unterlagen vor. Ich telefoniere mit Arbeitgebern, mit Mitarbeitern vom Jobcenter, tausche mich mit meinen Kollegen aus. Wir sind zum Glück in einer Zeit, die digital recht weit vorangeschritten ist, sodass der persönliche Kontakt gar nicht immer notwendig ist. Wir haben es in dieser Zeit auch schon geschafft, den einen oder anderen dabei zu unterstützen, eine Arbeit aufzunehmen, unter anderem in der Lagerlogistik, im Sicherheitsdienst. Auch Ausbildungsplätze zum 1.8., zum 1.9. sind trotzdem noch da und die Bewerbungsphasen laufen. Teilnehmer von uns werden digitale Vorstellungsgespräche haben in näherer Zukunft. Ja, der persönliche Kontakt fällt weg im Moment, aber es kommt die Zeit. Dann ist alles wieder normal und auf diese Zeit müssen wir hinarbeiten. In diesem Sinne, wenn ihr was habt, wenn ihr quatschen wollt, wenn euch die Decke auf den Kopf fällt, wenn ihr Fragen habt, wir sind für euch da und helfen euch.